Also guten Morgen. Gut, dann können wir weitermachen mit der Vorlesung. Gestern bin ich Ihnen noch was schuldig geblieben, nämlich wir haben über die Umkehrfunktion gesprochen und wir wollten noch kurz besprechen, unter welchen Umständen es überhaupt möglich ist, für eine bestimmte Funktion f von x die Umkehrfunktion zu bilden. Das geht nicht immer, und zwar geht es dann nicht, wenn man ein Problem mit der Eindeutigkeit der Umkehrung hat. Nicht? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Funktion, die meinetwegen so ausschaut, eine Parabel, nehmen wir die Parabel als konkretes Beispiel her, y ist gleich x Quadrat oder f von x ist gleich x Quadrat. Was ist da die Umkehrfunktion davon? Sie werden sagen, gut, die Umkehrfunktion vom Quadrat ist die Quadratwurzel. Und das kann man auch so machen. Aber auf eine Sache muss man schon aufpassen, nämlich bei dieser Funktion gibt es für einen bestimmten y-Wert, erinnern Sie sich, was die Umkehrfunktion eigentlich tut. Die Umkehrfunktion findet für einen bestimmten y-Wert den x-Wert heraus, der zu diesem y-Wert geführt hat. Das heißt, für einen bestimmten y-Wert findet die Funktion heraus, welcher x-Wert da dazugehört. Hier bei dieser Funktion haben wir aber ein Problem, nicht? Weil es gibt zwei x-Werte, die zum gleichen y-Wert führen. Es könnte auch Funktionen geben, wo drei x-Werte zum gleichen y-Wert führen. Schauen Sie sich zum Beispiel diese Funktion hier an. Wie schaut es bei der aus? Hier gibt es sogar vier. Nicht? Für den bestimmten y-Wert gibt es einen x-Wert hier, hier, hier und hier. Also bei diesen Funktionen, bei der Parabel, aber auch bei dieser anderen Funktion hier, haben wir das Problem, dass wenn wir die Funktion umkehren wollen, dann wissen wir nicht, welchen x-Wert, Entschuldigung, das war kein x, das ist auch kein y, auch ein x, da ist der y-Wert, nennen wir die x1 und x2, wenn Sie wollen. Da haben wir das Problem, welchen von diesen beiden sollen wir nehmen? Weil auch die Umkehrfunktion soll eine Funktion sein und somit ist es notwendig, dass jedem Argument, und für die Umkehrfunktion ist ja das y das Argument, genau einem Funktionswert zugeordnet wird. Und wenn die Funktion für verschiedene x-Werte den gleichen y-Wert hat, dann können wir das nicht tun. Wir können aber das natürlich reparieren. Ja. Natürlich können wir aus der Fläche des Quadrats die Seitenlänge berechnen, indem wir die Wurzel ziehen. Und das machen wir, indem wir sagen, wir betrachten nur einen bestimmten Teil. Wir definieren die Umkehrfunktion so, dass sie nur einen bestimmten Wertebereich hat. Wir können zum Beispiel sagen, okay, wir betrachten jetzt nur positive x-Werte. Das würde dem Fall entsprechen, wo wir sagen, die Umkehrfunktion für die Parabel, für das Quadrat, ist die Quadratwurzel. Nicht? Da haben wir eine Wahl getroffen, wir haben nämlich gesagt, wir betrachten hier nur positive Werte der Wurzel. Wir hätten auch sagen können, schauen wir uns die negativen Werte an, dann hätten wir hier ein Minus. Beide Funktionen sind zulässige Umkehrfunktionen des Quadrats, mit der Einschränkung eben, dass der Wertebereich nur einen Teil der reellen Achse umfasst. So, wir müssen im Allgemeinen Funktionen, die nicht monoton sind, weil da hier ist das Problem, die Nicht-Monotonie der Funktion. Wenn wir eine monotone Funktion haben, dann können wir die immer umkehren.
weil hier gibt es zu jedem y-Wert nur einen x-Wert. Hier in diesem Bereich, den ich gezeichnet habe. Also mit solchen Funktionen haben wir keine Probleme. Probleme haben wir mit Funktionen, die nicht monoton sind. Ja? Bitte? Streng monoton, Sie haben recht. Also Monotonie allein ist nicht genügend, weil Sie ja dann den Fall haben könnten mit einem horizontalen Teil. Und dieser y-Wert entspricht dann vielen x-Werten und dann wissen Sie erst wieder nicht, welchen Sie davon nehmen sollen. Also die Funktion muss streng monoton sein, damit sie umkehrbar ist. Man kann auch sagen, wenn aus x1 ungleich x2 immer folgt, dass auch der Funktionswert an der Stelle x1 unterschiedlich ist vom Funktionswert an der Stelle x2, dann kann ich die Funktion umkehren. Und das ist für streng monotone Funktionen der Fall. Wenn sie das nicht sind, wie gesagt, dann kann ich den Definitionsbereich, den Wertebereich der Umkehrfunktion oder gleichbedeutend damit den Definitionsbereich der ursprünglichen Funktion passend einschränken, damit ich die Umkehrfunktion bilden kann. So, und jetzt möchte ich als nächstes über einige Funktionen sprechen, die wir in der Physik oft brauchen, ja? Sie meinen hier? Ja, ich kann diese Variable, wenn Sie wollen, auch y nennen. Dann, wenn Sie das y hier meinen, aber ich kann natürlich wichtig ist nur, dass hier und hier die gleiche Variable steht und ich habe sie hier jetzt x einfach genannt, weil ich die unabhängige Variable gern x nenne und für die Umkehrfunktion ist ja, das ist jetzt die unabhängige Variable der Umkehrfunktion. Ich hätte natürlich auch y hinschreiben können. Das spielt eigentlich keine Rolle. Natürlich, wenn ich das jetzt mal gemeint hätte, dann hätte ich hier hinschreiben müssen, das ist äquivalent mit x ist gleich die Wurzel aus y. Insofern haben Sie schon recht, aber es ist üblich, dass bar Umkehr, also Funktion und Umkehrfunktion auch mit dem gleichen Namen für diese Variable zu verwenden. Ja? Ja, oder drei oder unendlich viele. Was heißt, Sie müssen? Sie müssen nichts. Das ist eine Frage der Zweckmäßigkeit. Es hängt davon ab, was Sie damit machen wollen. Es kann Fälle geben, wo es genügt, wenn Sie nur eine Umkehrfunktion betrachten, aber es kann auch Fälle geben, wo Sie mehrere betrachten müssen. Wenn Sie nur an der Berechnung der Seitenlänge eines Quadrats interessiert sind aus der Fläche, dann genügt es, wenn Sie die positive Wurzel betrachten und dann können Sie den Rest vergessen. Sie schränken dann hier die x-Achse einfach auf positive Seitenlängen ein, weil Sie wissen, die Seitenlänge kann nie einen negativen Wert haben. Also das hängt ganz von der Situation ab, was zweckmäßig ist. Jetzt möchte ich einige wichtige Funktionen besprechen und die erste Funktion, die ich besprechen möchte, das ist die sogenannte lineare Funktion, ist eigentlich ungenau ausgedrückt, eigentlich ist sie affine. Eigentlich ist das die affine Funktion. Darüber braucht man nicht lange reden, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Y ist gleich kx plus b, wobei k und b reelle Variable sind, die können negativ sein oder positiv, reelle Konstanten können negativ sein oder positiv, können auch gleich 0 sein, nicht? Wenn k gleich 0 ist, dann haben wir den Spezialfall der Konstantenfunktion. Wenn b gleich 0 ist, dann haben wir den Spezialfall der linearen Funktion, die, wenn wir sie grafisch darstellen, durch den Ursprung geht. Im Allgemeinen ist die Darstellung der affinen Funktion eine Gerade
mit dem Abschnitt b auf der y-Achse. Also b ist der Abstand vom Ursprung zum Schnittpunkt der Geraden mit der y-Achse. Und dieses k hier ist die Steigung. Je größer das k ist, umso steiler ist diese Gerade. Wenn das k gleich 0 ist, dann ist das flach, weil dann hängt der Funktionswert nicht mehr von y ab. Und wenn ich k groß mache, dann wird diese lineare Funktion immer steiler, wird die Gerade immer steiler. Also k, das ist die Steigung von dieser Linie. Der Definitionsbereich für diese Funktion ist die gesamte reelle Achse. Geht von minus unendlich bis plus unendlich. Genauso auch der Wertebereich, der geht auch von minus unendlich bis plus unendlich, falls k ungleich 0 ist. Wenn k gleich 0 ist, dann hat der Wertebereich überhaupt nur einen bestimmten Wert. Da gibt es eine Frage. Muss man nicht noch ein Einzelnen schreiben, bei der Steigung, das passt? Muss man bei der Steigung nicht noch ein Einzelnen schreiben, das passt? Ah, ja, gut. Wenn Sie wollen, Sie meinen, okay, ich sollte das vielleicht so machen, dass ich da K1 hinschreibe und da 1. Dann ist das die Steigung. Also, ich könnte es auch so hinschreiben. Nennen wir das Alpha und Beta. Dann ist K das Verhältnis von Beta zu Alpha. Also, das ist die Steigung dieser Geraden. So, nächste Funktion. Das ist die Potenz und Wurzel. Das sind natürlich auch Funktionen, die wir sehr oft benutzen. Die Potenz ist einfach nur die Hintereinanderausführung der Multiplikation. Kennen Sie alle. Sie wissen natürlich, was x² ist und x hoch 3. X hoch n ist x mal x und so weiter mal x n mal. X n mal mit sich selbst multipliziert ist die n-te Potenz von x. Die Zahl unten, die nennt man die Basis, die Zahl oben, die nennt man den Exponenten. Jetzt gibt es für diese Rechenregeln, für die Potenz natürlich Rechenregeln, die Sie, denke ich, auch alle kennen. Ich schreibe Ihnen die wichtigsten doch auf, weil Sie in der Physik natürlich ständig mit diesen Ausdrücken hantieren. Die sollten Ihnen in Fleisch und Blut natürlich übergehen. X hoch 0 ist 1. Jede Zahl hoch 0 ist 1. Warum ist das so? Weil wenn ich x hoch n dividiere durch x hoch m, ja, dann ist das x hoch n minus m. Sie dividieren hier einfach m mal durch x und in jeder Division durch x geht vom Exponenten vom Zähler eines weg, also insgesamt m, und deswegen gilt diese Beziehung. Wenn Sie jetzt n gleich m haben, dann haben Sie im Zähler und im Nenner dasselbe, also 1, aber hier steht x hoch n minus m, also x hoch 0. Und deswegen ist x hoch 0 gleich 1. Wenn Sie zwei Potenzen miteinander multiplizieren, dann können Sie auch die Exponenten addieren. Wenn Sie eine Potenz noch einmal zu einer anderen Potenz erheben, dann können Sie die Exponenten multiplizieren. Warum ist das so? Na ja, denken Sie einfach darüber nach, was das bedeutet. Das bedeutet, dass ich x hoch n m mal mit x hoch n multipliziere. Also habe ich insgesamt m mal n im Exponenten. Kann ich einfach von der Klammer da hereinziehen. Ja, das ist ja eigentlich, denke ich, alles, was Sie wissen müssen, natürlich gilt dann auch, dass x hoch n gleich, oder x hoch, schauen wir so, x hoch minus n ist gleich 1 durch x hoch n. Das bedeutet genau dasselbe. Der Definitionsbereich für die Potenzfunktion ist auch die gesamte reelle Achse. Der Wertebereich hängt von der spezifischen Funktion ab. Die x² zum Beispiel hat nur Werte, die positiv sind, aber x hoch 3 hat Werte, die gehen von minus unendlich bis plus unendlich. Wenn ich x von minus unendlich bis plus
unendlich gehen lasse. Potenzen kann ich auch summieren. Und wenn ich das tue, dann erhalte ich die sogenannten Polynome oder die auch ganz rationale Funktion genannt. Ein Polynom n-ten Grades setzt sich zusammen aus, schreiben wir das vielleicht so, Pn von x ist eine Summe von Potenzen. Ich habe die Potenz x hoch 0 plus x hoch 1 plus x Quadrat bis x hoch n. Hier ist n die höchste Potenz. Aber vor jedem dieser Potenzen kann ich noch eine Konstante hinschreiben, damit daraus ein Polynom wird. Die Konstanten nenne ich a0, a1, a2 bis an. Dieses Polynom hat n plus 1 Terme und diese Konstanten hier, die nennt man auch die Koeffizienten des Polynoms, das sind einfach Zahlen. Ein Beispiel für ein Polynom dritten Grades wäre 1 plus x Quadrat plus 5 x hoch 3. Also ich werde sagen, wo ist denn jetzt der Term, der proportional ist zu x? Der hat einfach den Koeffizienten 0. Also sowas nennt man ein Polynom. Und Polynome werden auch oft, kommen sehr oft vor in der Physik, werden auch oft benutzt, um experimentelle Daten zu fitten, sagt man, um ein Polynom anzupassen, damit man die experimentellen Daten in einer praktischen, kompakten, analytischen Form dann hat. Polynome können natürlich ganz unterschiedlich ausschauen, je nachdem, wie vielten Grades sie sind. Kann eine einfache Parabel sein, aber kann auch was sein, was mehr als ein Minimum hat oder das mehrere Minima hat. Polynome können je nach Grad ganz unterschiedlich ausschauen. Aber gehen für, wenn ich nach Minus mit x nach Minus oder nach Plus unendlich gehe, auch entweder nach Plus oder Minus unendlich. Also wachsen dann über alle Grenzen. Also Sie sehen das hier, wenn ich x sehr, sehr groß werden lasse, dann wird natürlich das x hoch 3, das wächst am schnellsten, das wird dann halt auch dann sehr, sehr groß. Und wenn ich x gegen Minus unendlich gehen lasse, dann kriege ich auch sehr stark negative Werte hier. Für das Polynom, für das allgemeine Polynom, möchte ich noch eine andere Schreibweise Ihnen zeigen, mit der Sie sich vertraut machen sollten. Das ist nämlich die Schreibweise mit dem Summenzeichen. Wer was weiß, was das bedeutet? Wer weiß, was das bedeutet? Ja, einige wissen es, aber nicht alle. Vielleicht haben Sie das in der Schule gesehen, aber vielleicht auch nicht. Das bedeutet nichts anderes als das. Ja, ich schreibe es noch einmal hin. Dieses komische Ding da, das ist ein griechischer Buchstabe, und zwar das große Sigma. Und das ist nicht zufällig, das Sigma. Das Sigma ist der griechische Buchstabe für das S, denn das bedeutet nichts anderes als Summe. Wenn Sie ein solches Sigma, ein solches Summenzeichen haben, dann bedeutet das, dass Sie das, was hier steht, nehmen müssen und für alle möglichen Werte von i zusammenzählen müssen. Und i läuft von 0 bis n. Ja, n kann irgendeine natürliche Zahl sein, zum Beispiel 5. Wenn n gleich 5 ist, dann nehmen Sie hier i von 0 bis 5, also a0 mal x hoch 0 plus, schauen wir es hin, a0 mal x hoch 0 ist aber 1, plus a1 mal x plus a2 mal x Quadrat plus und so weiter bis an mal x hoch n. Also Sie sehen, das ist eine viel kürzere Schreibweise.
als diese ganze Wurst und wird deswegen auch gern verwendet, vor allem deshalb, weil ich hier auch ohne Probleme das N gegen unendlich gehen lassen kann. Ich kann eine unendliche Summe bilden und sie ganz kompakt hinschreiben. Wenn ich das explizit hinschreiben müsste, wäre es natürlich nicht so leicht. Also das ist eine ganz praktische Schreibweise, die Ihnen noch oft begegnen wird. Wir können mit Hilfe der Polynome auch die sogenannten gebrochen rationalen Funktionen bilden. Zum Beispiel 1 plus x plus 5x Quadrat dividiert durch 2 plus x der dritten. Das hat oben ein Polynom im Zähler und unten ein Polynom im Nenner. Und das ist eine sogenannte gebrochen rationale Funktion. Wir können natürlich die allgemeine Form hinschreiben, auch mit Hilfe des Summenzeichens i von 0 bis n von ai xi dividiert durch, jetzt muss ich einen anderen Index verwenden, also das Ding hier, diese Variable, die nennt man den Index, weil er die Koeffizienten und die Potenzen abzählt, darauf zeigt. Und den lasse ich aber jetzt bis m gehen. Und hier habe ich andere Koeffizienten, die nenne ich vielleicht b. Ja, das wäre die allgemeine Form einer gebrochen rationalen Funktion. Und das hier wäre eben ein Beispiel. Hier ist a0 gleich 1, a1 gleich 1, a2 gleich 5. Die Koeffizienten unten, die nenne ich jetzt b, aber ich könnte sie natürlich c oder f oder wählen, ist egal, wie ich sie nenne. Das b0 ist 2, das b1 und das b2 sind 0 und das b3 ist 1. Also das ist wirklich eine wichtige Schreibweise und Sie sollten sich das merken, Sie sollten verstehen, was mit dieser Schreibweise gemeint ist. Zu den Potenzen gibt es natürlich die zugehörige Umkehrfunktion und das ist einfach die Wurzel. Die Quadratwurzel, Potenzen und Wurzeln und jetzt kommen eben die Wurzeln. Die Wurzel, die wollen wir hier einfach definieren als die Umkehrfunktion der Potenz. Die nte Wurzel wir schreiben sie so hin, y ist gleich x hoch 1 durch n. Wir können das so hinschreiben. Das ist dasselbe, vielleicht sind Sie eher mit dieser Schreibweise vertraut. Aber das ist das, damit meint man exakt dasselbe. Die nte Wurzel y der Zahl x ist jene Zahl, die, wenn ich sie zur n-ten Potenz nehme, mir x ergibt. Also das ist gleichbedeutend mit y hoch n ist gleich x. So ist die Wurzel definiert. Die Quadratwurzel einer Zahl ist jene Zahl, die, wenn ich sie zum Quadrat erhebe, das Argument ergibt. Ja. Was ist die Wurzel aus 4? Jetzt wissen Sie, das ist 2, aber warum 2? Weil, wenn ich 2 zum Quadrat nehme, dann kommt 4 heraus. Genau dasselbe ist es auch bei der n-ten Wurzel. Wenn ich y zur n-ten Potenz nehme, dann soll x herauskommen. Das ist die Definition der Wurzelfunktion. Natürlich hat man bei der Wurzelfunktion, wie wir schon beim einfachen Quadrat gesehen haben, oft das Problem der Umkehrbarkeit. Die Wurzel ist nicht immer definiert. Bei der Quadratwurzel haben wir es gesehen. Bei der dritten Wurzel, da ist es kein Problem, weil x hoch 3 schaut so aus. Und deswegen schaut die dritte Wurzel aus? Die dritte Wurzel schaut so aus. Das ist die dritte Wurzel. Diese Schreibweise, die ich hier hingeschrieben habe, die ist deswegen praktisch,
weil wir dann die Rechenregeln der Potenz verwenden können. Nicht die Rechenregeln der Potenz, wo haben wir sie hingeschrieben? Wir können die gleichen Rechenregeln verwenden. Wir können auch die Potenz mit der Wurzel verknüpfen. Ja, wir können das hinschreiben als x hoch n durch m. Ja, wir können zum Beispiel, wenn wir die dritte Wurzel aus x Quadrat bilden wollen, dann ist das, was ist denn das dann? Die dritte Wurzel aus x Quadrat. X Quadrat hoch 1 Drittel ist nichts anderes als x hoch 2 Drittel. Das ist einfach eine kürzere Schreibweise dafür, dass Sie davor die Potenz anwenden und dann die Wurzel. In dem Fall ist es sogar egal, in welcher Reihenfolge ich die Wurzel mit der Potenz verkette. Aber Sie können, wenn Sie diese Schreibweise benutzen, genau die gleichen Rechenregeln verwenden, wie Sie für die Potenz verwendet haben, zum Beispiel x hoch 1/2, x hoch minus 1/2 ist dasselbe wie 1 durch x hoch 1/2. Oder was anderes, x hoch 1/5, x hoch 1/5 mal x hoch 2/5, das ist x hoch 3/5. Wir müssen natürlich aufpassen mit dem gemeinsamen Nennen und so weiter. Also die Wurzel ist einfach die Umkehrfunktion der Potenz. Und für die Wurzel gelten deshalb, wenn Sie diese Schreibweise benutzen, auch dieselben Rechenregeln wie für die Potenz. So, als nächstes wollen wir uns mit einer etwas interessanteren Funktion beschäftigen und das ist die Exponentialfunktion. Die Exponentialfunktion können wir verstehen anhand der Potenzfunktion. Bei der Potenzfunktion hatten wir eine Basis und einen Exponenten. Das haben wir auch bei der Exponentialfunktion. Die Basis nennen wir a. Aber jetzt betrachten wir den Exponenten als die unabhängige Variable. Der Exponent ist die unabhängige Variable und die Zahl a, die Basis, also das heißt jetzt wieder Exponent. Das heißt, die Basis ist eine Zahl a, die größer als 0 ist. Wir betrachten jetzt den Exponenten als die unabhängige Variable, die wir ändern können. So, was bedeutet das jetzt eigentlich? Wenn x eine ganze Zahl ist, dann wissen wir schon, was das bedeutet. Dann ist das einfach die Potenz. Wenn x eine rationale Zahl ist, das heißt, wenn ich x schreiben kann als Bruch m durch n, dann wissen wir auch schon, was das bedeutet, weil dann ist das ja dasselbe als a hoch m und dann ziehe ich die nte Wurzel draus. Also durch Verkettung und der Potenz und der Umkehrfunktion kann ich für einen bestimmten rationalen Exponenten die Exponentialfunktion berechnen. Und für alle irrationalen Zahlen, die dazwischen sind, zwischen den rationalen, kann ich die Exponentialfunktion beliebig genau annähern, indem ich den Exponenten, den irrationalen Exponenten durch eine rationale Zahl annähere. Ja, genau, in der Mathematik werden Sie die Exponentialfunktion mit Hilfe einer Potenzreihe definieren. Aber hier wollen wir einfach die Exponentialfunktion mit Hilfe der Potenz und mit der Wurzelfunktion für beliebige Exponenten annähern. Welche Basen sind denn üblich? Ja. Die Basis 10 ist eine übliche Basis, 10 hoch x. Ja, das wäre eine Exponentialfunktion mit der Basis 10. Aber eine andere Basis, die noch viel öfter vorkommt,
in der Physik. Das ist die Basis E. 2,718281 und dann weiß ich es nicht mehr weiter. Aber Nein. Also, wir schauen uns gleich an, wie eine typische Exponentialfunktion ausschaut. Die Zahl e, die nennt man die Eulersche Zahl. Das ist die Eulersche Zahl. Das ist wirklich eine der wichtigen Zahlen der Mathematik. Das ist jetzt für Sie nicht so leicht erkennbar. Warum die Zahl E ist auch eine komische Zahl, ist 2,71828, glaube ich, 81. Und dann geht es irgendwie weiter. Und zwar, es geht immer, das ist eine irrationale Zahl, kann nicht durch einen Bruch dargestellt werden. Aber sie hat einige wichtige Eigenschaften, die wir in dieser Vorlesung noch genauer kennenlernen werden. Interessanterweise kann diese Eulersche Zahl dargestellt werden als 1 plus. Plus 1 durch 3 mal 2 plus 1 durch 4 mal 3 mal 2 und immer so weiter. Ja? Also genauso wie die Exponentialfunktion selber, e hoch x, ich schreibe es Ihnen hin, weil es eine nette Potenzreihe ist. Und weil da auch eine Schreibweise vorkommt, die Sie sich merken sollten. Also diese Potenzreihe hat viele interessante Eigenschaften. Erstens, also das ist eine Potenzreihe, was ich hier hingeschrieben habe, sind nur die ersten Terme dieser Potenzreihe. Was ist eine Potenzreihe? Eine Potenzreihe ist eine Summe von Potenzen. Sie sehen, jeder Term hier hat eine Potenz, die ist um 1 höher als die vorhergehende und hat auch einen Koeffizienten. Ich dividiere hier jedes Mal durch eine Zahl da mit dem Ausrufezeichen. Jetzt können Sie sich fragen, warum kommt hier eigentlich nicht unendlich heraus? Weil ich jeder Term hier, sagen wir x ist 1, jeder Term hier hat einen endlichen Wert und wenn ich die alle zusammenzähle, dann müsste eigentlich unendlich herauskommen, weil ich unendlich viele Terme habe. Der Witz ist aber, dass diese Terme immer kleiner werden und dadurch letztlich, auch wenn ich unendlich viele davon zusammenzähle, ein endlicher Wert herauskommt und wenn ich das für x gleich 1 tue, dann kommt genau die Eulersche Zahl e heraus. Ich sollte Ihnen noch verraten, was ich mit diesem Ausrufezeichen hier meine. Eine natürliche Zahl, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 27, mit dem Ausrufezeichen, das nennt man n-faktorielle. Das nennt man die faktorielle der Zahl n. Und damit ist gemeint das Produkt aller natürlichen Zahlen von n hinunter bis 1. Also das ist n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter. Mal 3, mal 2, mal 1. Also 5 faktorielle wäre dann 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Also die faktorielle ist eine Zahl, die sehr schnell wächst. Probieren Sie das aus mit Ihrem Taschenrechner. Da werden Sie nicht weit kommen und dann ist die Zahl zu groß, um auf Ihrem Taschenrechner dargestellt zu werden. Und dadurch, wir werden noch sehen, warum das so überhaupt so ist. Ja, das ist ganz toll. Das werden wir dann im Kapitel lernen über die Taylor-Entwicklung, über Potenzreihen. Da werden wir sehen, wie man Funktionen im Allgemeinen als solche Potenzreihen schreiben kann. Aber ich glaube, es ist also fantastisch, dass eine Summe von unendlich vielen Termen und jeder Term hat einen endlichen Wert, eigentlich eine endliche Zahl ergeben kann. Und wenn ich hier 1 einsetze, dann kriege ich die Eulersche Zahl. Diese Eulersche Zahl, die kommt vor bei den komplexen Zahlen, die kommt vor bei den Differentialgleichungen, die kommt vor in der statistischen Physik. Also
kommt universell vor in der Physik. Und jetzt will ich Ihnen sagen, wie diese Exponentialfunktion eigentlich ausschaut. Also wir haben es jetzt definiert, wenn Sie so wollen, über die Potenz und die Wurzelfunktion. Aber wie schaut denn diese Funktion aus? Sie haben, da hat jemand schon was gesagt über die Exponentialfunktion, ist eine Funktion, die ganz schnell wächst. So eine Funktion, die ganz schnell wächst. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das a sogar größer ist als 1. Wir können auch als Exponenten eine Zahl wählen, die kleiner ist als 1, aber das ist nicht üblich. Kann immer dargestellt werden durch eine, ersetzt werden durch eine Zahl, die größer ist, gleich 1, und das ist, was üblich ist. Hier haben wir x und hier haben wir y und die Funktion a hoch x, die schaut so aus. Das ist eine Funktion, die für negative x-Werte sehr klein wird, und zwar sehr schnell sehr klein, und für positive x-Werte sehr schnell sehr groß wird. Stellen Sie sich vor, das a ist 10. Ja? Dann habe ich hier bei 0 gleich 1. Bei 0 habe ich für jede Basis den Wert gleich 1. Aber stellen Sie sich vor, a ist gleich 10. Dann habe ich hier bei 0, bei x gleich 0 habe ich 1. Bei x gleich 1 habe ich 10. Bei x gleich 2 habe ich 100. Bei x gleich 3 habe ich 1000. X hoch 4 habe ich 10.000. Also das geht sehr schnell nach oben. Das ist typisch für die Exponentialfunktion, dass sie sehr schnell wächst. Sie wächst sogar schneller als jede beliebige Potenz. Mathematisch können wir das so hinschreiben. Schreiben wir das dahin. Der Limes für x gegen unendlich von a hoch x, falls a kleiner ist als 1, zum Beispiel größer ist als 1, zum Beispiel e oder 10, dividiert durch x hoch n, das ist immer unendlich. Für beliebiges n, für ein beliebiges n aus den natürlichen Zahlen, also n können Sie hier wählen, wie Sie wollen, 2, 3, 5, 10, 10.000, 1.023.000, aber dieses Verhältnis von Exponentialfunktion zur Potenzfunktion geht immer zugunsten der Exponentialfunktion aus. Also früher oder später gewinnt die Exponentialfunktion. Das ist hier ausgedrückt. Man redet ja auch oft von exponentiellem Wachstum. Das ist ein Wachstum, das sehr, sehr schnell passiert. Da gibt es eine Differentialgleichung dafür, das werden wir noch kennenlernen. Aber wenn Sie irgendein Wachstum haben, ich schreibe es jetzt hin so zum Spaß, das dx, dt, das werden wir auch noch kennenlernen, vielleicht nächste Woche. Das ist die Ableitung nach der Zeit. Das sagt mir, wie schnell ändert sich das x. Und wenn es so ist, dass das x, dass die Änderung der Variable x proportional ist zum gerade vorhandenen x, die Proportionalitätskonstante, die nenne ich k, dann habe ich exponentielles Wachstum. Zum Beispiel, wenn Sie eine Tierpopulation haben oder eine Menschenpopulation und eine konstante Fortpflanzungsrate. Das heißt, je mehr Menschen ich habe, umso mehr habe ich auch in der nächsten Generation. Ja, also die Änderungsrate zwischen zwei aufeinanderfolgenden Generationen ist proportional zur Größe der vorhandenen Population. Dann beschreibt das diese Differentialgleichung und die kann ich lösen. Und die sagt mir, dass das x zum Zeitpunkt t gleich dem x zum Zeitpunkt 0 ist, mal e hoch k mal t. Hier habe ich jetzt dieses t im Exponenten und das sagt mir, es geht schnell. Es gibt ein exponentielles Wachstum, am Anfang geht es langsam, aber dann irgendwann geht es schnell und führt letztlich in die Katastrophe bei endlichen Ressourcen. Ja. Natürlich kann man diese Differentialgleichung ergänzen, um auch die Endlichkeit der Ressourcen darzustellen. Dann wird es vielleicht einmal flach oder passiert
passiert sowas, das wollen wir hoffen, dass das uns nicht passiert. Also die Exponentialfunktion ist eine sehr wichtige Funktion. Auch zum Beispiel der radioaktive Zerfall wird beschrieben durch die Exponentialfunktion. Wenn Sie die Anzahl, bitte, das ist, dann habe ich hier ein negatives Vorzeichen. Ja. Wenn Sie zum Beispiel die Anzahl der radioaktiven Atome in einer bestimmten Menge Material haben, dann nimmt das exponentiell ab. Ich schreibe Ihnen nur hier das Ergebnis hin. Wir werden noch diskutieren, wie man darauf kommt, aber das bedeutet, dass wenn ich sowas habe, dann habe ich eine exponentielle Abnahme. Das nimmt auch sehr schnell ab dann, aber wird dann in der Abnahme immer langsamer. Auch die barometrische Höhenformel enthält die Exponentialfunktion. Also der Druck, der in der Atmosphäre bei einer bestimmten Temperatur vorherrscht, oder in der statistischen Mechanik treffen Sie immer auf den Boltzmann-Faktor. Und der Boltzmann-Faktor, der schaut so aus. Der Boltzmann-Faktor, der sagt mir, wie wahrscheinlich eine gewisse Anordnung von Atomen ist. Und Boltzmann vor mehr als 100 Jahren hat gezeigt, dass die Anordnungen von Atomen in einem Stück Materie, in einer Flüssigkeit, in einem Festkörper, die Konfiguration dieser Atome, also wie sie sich anordnen, welches Gitter die bilden, das hängt von ihrer Energie ab. Und die Konfigurationen werden bevorzugt, die eine niedrige Energie haben. Also die Natur will einen Zustand niedriger Energie aufsuchen und die Wahrscheinlichkeit ist dann bestimmt durch diese Formel. Das V ist die Energie, das K ist eine Konstante, die sogenannte Boltzmann-Konstante, und das T ist die Temperatur. Also wenn die Temperatur niedrig ist, dann werden Konfigurationen niedriger Energie sehr stark bevorzugt. Also die Exponentialfunktion, die haben wir praktisch überall. Die wird Ihnen sehr oft begegnen. Wichtig ist, dass Sie sich die allgemeine Form der Exponentialfunktion merken und auch, dass sie letztlich gewinnt gegen jede Potenz. Warum das so ist, sehen Sie eigentlich hier. Für jedes n habe ich in dieser Reihe einen Term, der ein größeres n hat. Diese Reihe geht nämlich bis unendlich. Das n geht bis unendlich. Also finde ich für jedes beliebige n, das ich mir da aussuche, in dieser Reihe ein n, das größer ist. Und deswegen gewinnt die Exponentialfunktion gegen jede beliebige Potenz. So, gibt es noch was zur Exponentialfunktion? Ja, die Rechenregeln für die Exponentialfunktion. Die folgen aus den Rechenregeln für die Potenzfunktion. In der Mathematik machen Sie es aber anders. Das ist interessant, weil da schreiben Sie das hin und sagen, das ist meine Exponentialfunktion, diese unendliche Reihe. Und dann müssen Sie aus dieser Definition die Rechenregeln für die Exponentialfunktion ableiten. Wir haben es umgekehrt gemacht. Wir haben die Exponentialfunktion über die Potenz definiert und dann folgen die Rechenregeln ganz automatisch. Ja. Von der Exponentialfunktion, was ist das N-Term? Das kann nicht in die Unendlichkeit gehen. Bitte? Bei der Exponentialfunktion da unten. Was ist das N-Term? Das am Ende. Das geht unendlich. Ja, aber das kann nicht sein, weil sonst hat e hoch x nie einen richtigen Wert. Ah, ja, das ist eben das kleine Wunder, das hier passiert. Es ist möglich, dass eine unendlich lange Reihe einen endlichen Wert hat. Ich mache Ihnen ein kleines Beispiel. Das ist ganz, Sie sehen das am leichtesten, dann schreibe ich es hier hin. Überlegen Sie sich folgende Summe. 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16. Sie sehen schon, wie es weitergeht. Ich nehme immer die Hälfte vom vorherigen und zähle das dazu. Ich schreibe es jetzt noch mit dem Summenzeichen hin, um das zu üben. Das ist die Summe von i gleich 1. Oder schreiben wir das mit 0 hin. I gleich 0 bis unendlich von 1 durch 2 hoch i.
Wenn i gleich 0 ist, dann haben wir 2 hoch 0, das ist der 1er. Wenn i gleich 1 ist, dann habe ich diesen Term, i gleich 2, diesen, i gleich 3, diesen und so weiter. Das ist nur eine unterschiedliche Schreibweise. Hat diese Summe einen endlichen Wert? Oder wie man es auch anders sagt, konvergiert diese Summe? Diese Summe konvergiert. Diese Summe konvergiert und zwar kommt da heraus nach unendlich vielen Termen 2. Und wie sehen Sie das? Sie können das geometrisch sehen. Sie nehmen eine Strecke von 0 bis 2. Sie teilen die in der Mitte. Jetzt ist die Länge von diesem Stück hier, die entspricht dem 1er. Was übrig bleibt, teilen Sie jetzt noch einmal. Bin ich da? Die erste Hälfte von dieser Strecke ist jetzt dieser Term, hat die Länge 1/2. Ich nehme jetzt wieder das, was übrig bleibt, teile es wieder durch 2. Das hier hat jetzt die Länge 1/4, entspricht diesem Term. Dann mache ich das noch einmal, dann habe ich hier 1/8. Das entspricht diesem Term. Und wenn ich das unendlich oft mache, dann komme ich immer näher an den Zweier. Aber ich gehe nie darüber hinaus, nicht? Weil ich immer das letzte Stück durch 2 teile und die erste Hälfte dazu zähle. Und das ist genau das, was hier dieser Reihe entspricht. Also es kann sein, dass ich eine Summe mit unendlich vielen Beiträgen habe. Jeder Beitrag ist verschieden von 0 und jeder Beitrag ist sogar positiv hier. Wenn ich positive und negative Beiträge habe, dann können Sie sagen, okay, die heben sich irgendwie auf. Aber hier habe ich sogar nur positive Beiträge und trotzdem, wenn ich diese Summe unendlich lang fortführe, dann komme ich letztlich auf einen endlichen Wert. Aber das ist nur zugunsten der Genauigkeit, oder? Wenn man es streng betrachtet, dann geht die Reihe unendlich weiter und die erreichen zwei ja nie. Sie erreichen den Zweier nie und das ist das, was man unter einem Grenzwert versteht. Sie nähern sich diesem Grenzwert beliebig nahe, wenn Sie n ausreichend groß werden lassen. Ja, der Grenzwert ist dann von dieser, man sagt, das ist eine Reihe, der Grenzwert ist dann 2. Also ist die eulische Zahl nicht fertig quasi, sondern es kommt immer noch ein bisschen was dazu, nur das ist so unendlich klein, ja, dass es gar nicht... So kann. Sie können es schon so betrachten, wenn Sie diese Reihe irgendwo abbrechen, dann kriegen Sie vielleicht die ersten 4 Terme und der dritte Term ist dann die ersten 4 Nachkommastellen und die fünfte ist dann falsch. Und wenn Sie mehr Terme dazu nehmen, probieren Sie es aus mit Ihrem Taschenrechner. Sie können das ja direkt leicht eintippen oder ein kleines Computerprogramm schreiben und schauen, wie schnell sich diese Summe, oder diese Summe sollte ich sagen, der Eulerschen Zahl nähert. Das geht aber ziemlich schnell. Das geht deswegen ziemlich schnell, weil die Faktorielle eine Zahl ist, die sehr schnell wächst. Und deswegen werden diese Terme immer kleiner, und zwar sehr schnell kleiner. Aber wir waren bei den So ein kleiner Exkurs jetzt. Wir werden uns noch genauer mit Potenzreihen beschäftigen und mit unendlichen Reihen und so weiter. Ich wollte Ihnen noch ein paar Rechenregeln für die Exponentialfunktion sagen und diese Rechenregeln gelten unabhängig gelten für jede beliebige Basis. Also a hoch 0 ist 1, a hoch x mal a hoch y ist gleich a hoch x plus y, a hoch x durch a hoch y ist gleich a hoch x minus y, a hoch x mal a hoch y ist gleich a hoch xy, a hoch minus x ist gleich 1 durch a hoch x. Sie sehen, ich habe ja nichts anderes im Wesentlichen gemacht, als die Rechenregeln für die Potenz noch einmal hinzuschreiben. Die gelten auch für die Exponentialfunktion. Und jetzt will ich kurz im Skriptum nachschauen, ob ich Ihnen was unterschlage, aber ich glaube, das ist es im Wesentlichen. Die nächste Funktion,
die wir behandeln wollen, ist der Logarithmus. Und der Logarithmus ist einfach definiert als die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Also ich habe die Exponentialfunktion gegeben, a hoch x. Was ist die Umkehrfunktion dazu? Das ist definiert als der Logarithmus. Ich habe gegeben, y ist gleich a hoch x. Und diese Funktion kann ich umdrehen. Lassen Sie mich das so schreiben. X ist der Logarithmus zur Basis a von y. Also diese beiden Ausdrücke sind gleichbedeutend. Das ist sogar die Definition letztlich. Also ich definiere den Logarithmus über die Umkehrfunktion. Der Logarithmus zur Basis a einer Zahl y ist jene Zahl x, die ich in den Exponenten von a schreiben muss, damit y herauskommt. Also wenn grafisch betrachtet, ist das so. Ich habe hier eine Exponentialfunktion. Jetzt bildet mir die Exponentialfunktion dieses x auf dieses y ab und die Logarithmusfunktion macht genau das Inverse, macht genau das Umgekehrte. Nimmt diesen y-Wert und sucht den x-Wert, der dazugehört. Und weil die Exponentialfunktion so ausschaut, habe ich auch kein Problem mit der Eindeutigkeit der Umkehrfunktion. Hier gibt es keinen Wert y, der verschiedenen Werten von x entspricht. Das ist eine streng monoton steigende Funktion, die Exponentialfunktion, wenn die Basis größer als 1 ist. Und deswegen kann ich sie leicht umkehren. Und wenn ich das tue, die Umkehrung der Funktion, ich glaube, das haben wir noch nicht so besprochen, aber im Skriptum steht es drin, grafisch entspricht das einer Spiegelung um die 45-Grad-Achse. Also das hier ist die, so schauen typischerweise Logarithmen aus. So schaut die Logarithmusfunktion aus. Das ist eine Funktion, die hier für x gegen 0 nach minus unendlich geht. Beim Wert 1, also der Logarithmus zur Basis a von 1 ist 0. Warum 0? Weil die Basis hoch 0 gleich 1 ist. Und die wächst dann langsam weiter, aber die hört nicht auf zu wachsen. Der Limes für x gegen unendlich von der Logarithmusfunktion, ich nehme jetzt auch an, dass a gleich größer als 1 ist, der ist unendlich. Auch der Logarithmus, also das hier ist der Logarithmus. Ja. Das Weiße ist die Exponentialfunktion, das ist der Logarithmus. Auch der Logarithmus ist eine Funktion, die unendlich wächst, aber die langsamer wächst als jede Potenz. Also die Exponentialfunktion, die wächst sehr schnell. Und der Logarithmus, der wächst immer langsamer. Es ist sogar so, dass der Logarithmus verliert, jetzt schreibe ich das so ähnlich hin, unendlich. Jetzt schreibe ich hier oben den Logarithmus hin, zur Basis a von x und dividiere das durch x hoch n. Und das ist 0. Sie sehen, dass das, damit will ich ausdrücken, hier habe ich ausgedrückt, dass das die Exponentialfunktion, die gewinnt gegen jede beliebige Potenz, aber die Logarithmusfunktion, die verliert gegen jede beliebige Potenz. Das wird immer flacher und wächst immer langsamer, aber trotzdem geht der Logarithmus gegen unendlich. Auch gegen jede Wurzel? Bitte? Auch gegen jede gebrochene rationale Potenz, also auch Wurzel? Ich verstehe es nicht. Für ganze 1 oder auch für gebrochene rationale 1? Für beliebige. So, jetzt
ist es auch bei der Logarithmusfunktion so, dass es üblich ist, gewisse Basen zu verwenden. Und gebräuchlich sind die Basen 10. Das ist der sogenannte dekadische Logarithmus. Also log der Logarithmus zur Basis 10, den schreiben wir so. Was ist der 10er Logarithmus? Was ist der 10er Logarithmus von 10 hoch 5? Der Logarithmus ist 5. Nicht? Das ist die Zahl, die ich in die Hochzahl schreiben. Was ich hier gemacht habe, ist gewissermaßen Funktion und Umkehrfunktion verkettet. Aber der 10er Logarithmus von 10 hoch 3, von 1000 ist 3. 10 Logarithmus von 100 ist 2, weil 10 hoch 2 gleich 100 ist. Der 10er Logarithmus von 10.000 ist 4, weil 10 hoch 4 gleich 10.000 ist. Das ist der sogenannte dekadische Logarithmus. Sie werden auch diese Schreibweise finden. Aber passen Sie auf, weil die Schreibweisen, die sind nicht so einheitlich. Ein wichtiger Logarithmus ist der mit der Basis e, mit der Eulerschen Zahl, also eigentlich ist das die Eulersche Zahl. Der Logarithmus mit der Eulerschen Zahl als Basis, Logarithmus e, so sieht man es aber selten. Was man öfter sieht von x, das ist der ln von x. Der sogenannte Logarithmus naturalis oder natürlicher Logarithmus. Das ist der Logarithmus mit der Basis e. Und oft finden Sie das in der Physikliteratur auch einfach geschrieben als log x ohne Basis. Also die Basis wird nicht immer hingeschrieben. So ist das Leben. Wenn sie nicht hingeschrieben wird, dann kann oft der 10er Logarithmus gemeint sein. Wahrscheinlich öfter der natürliche Logarithmus. Das müssen Sie halt dann aus dem Kontext herausfinden. Also ich führe Sie sicher nicht in die Irre in dieser Lehrveranstaltung. Ich sage es Ihnen nur, wie es in der Literatur, in der Physikliteratur gemacht wird. Und da ist es so, dass die Basis des Logarithmus oft einfach nicht hingeschrieben wird. Zur Exponentialfunktion wollte ich Ihnen noch eine Sache sagen. Das e hoch x wird auch oft geschrieben als exp von x. Damit ist exakt dasselbe gemeint. Das ist nur eine andere Schreibweise. Das ist genau dasselbe. Exp, das ist eine Schreibweise für die Exponentialfunktion. Wenn Sie mit Logarithmen hantieren müssen, gibt es natürlich auch Rechenregeln. Und die Rechenregeln für den Logarithmus folgen ganz einfach aus den Rechenregeln für die Exponentialfunktion. Ja. Zum Beispiel, was ist der Logarithmus? Ich schreibe jetzt die Basis nicht hin, weil das stimmt für jede Basis. Was ist der Logarithmus von x mal y? Weiß das jemand? Genau. Also wenn ich Sie in der Nacht aufwecke, um 3 in der Nacht und Sie fragen, was ist der Logarithmus xy, dann müssen Sie sofort wissen, ohne nachzudenken, dass das der Logarithmus von x plus der Logarithmus von y ist. Ah ja, das hat in der Vergangenheit eine sehr große technische Bedeutung auch gehabt, weil man die Potenzierung, es gibt noch eine andere Regel, Logarithmus von x hoch y, das ist y mal dem Logarithmus von x. Ich kann die Multiplikation von großen Zahlen verwandeln in eine Addition. Ich kann die Potenz verwandeln in eine Multiplikation. Also früher hat man viel Logarithmentafeln verwendet, das tut man nicht mehr. Aber die Logarithmentafeln haben genau diesen Zweck gehabt, die Multiplikation auf eine Addition zurückzuführen, und weil das Leben sehr stark vereinfacht. Das Rechnen, das technische Rechnen wird aber heutzutage eigentlich nicht mehr verwendet. Nicht? Aber es hat für eine lange Zeit eine wichtige Bedeutung gehabt. Wie sieht man denn sowas eigentlich?
Ich meine, die Rechenregeln für die Potenzen, die sind, kann man sich irgendwie leicht vorstellen, aber stellen Sie sich vor, Sie kommen jetzt auf eine einsame Insel und Sie haben nichts zum Nachschauen, mein Skriptum haben Sie zu Hause vergessen. Sie brauchen aber unbedingt, wollen Sie herausfinden, wie Sie den Logarithmus von x mal y schreiben können. Aber diese Beziehung folgt ganz einfach aus den Rechenregeln für die Potenzierung. Sie müssen sich nur merken, dass der Logarithmus die Umkehrfunktion ist von der Exponentialfunktion, also Rechenregel für die Exponentialfunktion. Schauen wir uns diese Rechenregeln an. Der Logarithmus von x mal y. Jetzt schreibe ich den als den Logarithmus von a hoch Logarithmus x mal b mal a hoch Logarithmus y. Ja. Ich habe hier nichts anderes gemacht, als x etwas umständlich zu schreiben als a hoch Logarithmus x. Das kann ich machen, weil die Exponentialfunktion ist die Umkehr von der Logarithmusfunktion. Das ist dasselbe, also das ist das x und das hier ist das y. Ich komme gleich zu Ihnen. Jetzt benutze ich aber die Rechenregel für die Exponentialfunktion und die sagt mir, wenn ich ein Produkt habe mit der gleichen Basis und verschiedenen Exponenten, dann kann ich das schreiben als a hoch Logarithmus x plus Logarithmus y. Wo ist das? Muss hier oben irgendwo stehen, ja? Hier in diesem Kastel in der zweiten Zeile steht a hoch x mal a hoch y ist gleich a hoch x plus y. Ja, jetzt steht halt nicht hier x, sondern log x, aber das ist ja wurscht. Ich kann die gleiche Rechenregel anwenden und jetzt habe ich hier die Exponentialfunktion und die Umkehrfunktion und die heben sich natürlich genau auf. Und was übrig bleibt, ich hoffe, Sie können das noch sehen hier unten, das ist der Logarithmus von x plus dem Logarithmus von y. Das ist das, was ich hier oben hingeschrieben habe. Also folgt ganz einfach aus den Rechenregeln für die Exponentialfunktion. Bitte schön. Ja, also Sie müssen natürlich hier, ich schreibe jetzt die Basis hin, der Kollege hat gemeint, ja, die Basis ist wichtig und das stimmt, weil ich muss natürlich hier dasselbe a verwenden, weil sonst hebt sich der Logarithmus mit der Exponentialfunktion nicht auf. Ganz analoge Rechenregeln sind Logarithmus von x durch y ist gleich der Logarithmus von x minus dem Logarithmus von y. Und was haben wir noch? Der Logarithmus schreibe ich noch hin. Der Logarithmus von 1 ist 0. Sie können auch von einer Basis in die andere gehen. Möglicherweise kennen Sie den Logarithmus der Basis 10, dann können Sie daraus den Logarithmus der Basis in der Basis E ausrechnen. Das geht so. Nehmen wir an, Sie haben den Logarithmus in der Basis A von x. Sie wissen diese Zahl, Sie möchten aber den Logarithmus in der Basis B ausrechnen. Wie können Sie das machen? Sie schreiben das mit einem ähnlichen Trick als B hoch Logarithmus zur Basis B von x. Und jetzt benutze ich diese Rechenregel hier und die sagt mir, dass ich den Exponenten hier vor den Logarithmus schreiben darf. Und dann habe ich hier den Logarithmus zur Basis B von x mal den Logarithmus zur Basis A von b. Also den muss ich halt wissen. Aber wenn ich einmal diese Zahl weiß, dann kann ich für jeden beliebigen Wert von x zwischen den beiden Basen hin und her wechseln. So, haben Sie Fragen dazu? Keine Fragen. Alle Klarheiten beseitigt. Dann machen wir jetzt ein bisschen Trigonometrie. Trigonometrie, da geht es um Dinge wie den Sinus und den Cosinus, um Winkel, um den Tangens und so weiter und so fort. Als erstes
Trigonometrie, da geht es um Dreiecke, um Winkel im Dreieck. Im Wesentlichen. Eine wichtige Sache, die wir ganz am Anfang machen müssen, ist, über das sogenannte Bogenmaß zu sprechen. Wir werden hier Winkel nicht in Grad messen, sondern im sogenannten Bogenmaß. Das ist aber ganz was Analoges. Das Bogenmaß, im sogenannten Bogenmaß sind Winkel im Einheitskreis definiert. Das ist ein Kreis mit Radius 1, also der Radius hier sei 1, in irgendwelchen Einheiten. Dann definiere ich einen bestimmten Winkel, Alpha, als die Länge des Bogens, den der Winkel am Einheitskreis abschneidet. Sie können auch, wenn Sie wollen, einen ganz beliebigen Kreis verwenden, muss kein Einheitskreis sein, aber dann müssen Sie durch den Radius dividieren. Also die Länge dieses Bogens ist ein Maß für den Winkel. Je größer dieser Bogen, also je größer der Winkel ist, umso größer ist auch der Bogen, der hier abgeschnitten wird vom Winkel zwischen der X-Achse und dem Punkt hier. Was ist denn jetzt der Umfang des gesamten Kreises im Einheitskreis? 2π. Das bedeutet, dass ein Winkel von 360 Grad, ich schreibe hier auf einer Seite den Winkel in Grad hin und hier im Bogenmaß. Ein Winkel von 360 Grad, das ist eine volle Umdrehung, entspricht einem Bogenmaß von 2π. Eine halbe Umdrehung, also das wäre der Winkel, ein Winkel von 180 Grad, das entspricht einem Bogenmaß von Pi, genau die Hälfte, nicht? Also 180 Grad entsprechen 2π, entsprechen Pi, 90 Grad, Pi halbe, die Hälfte wieder, 45 Grad ist Pi Viertel. Was ist mit 60 Grad? 60 Grad ist Pi Drittel. 30 Grad ist Pi Sechstel und so weiter. Ja? Also das schaut jetzt aus wie eine zusätzliche Komplikation, weil ich immer das Pi habe. Aber Sie werden sehen, dass einige Dinge, Sie werden später sehen, dass sich einige Dinge dadurch vereinfachen. Ganz allgemein kann man sagen, schreibe ich es hin, vielleicht ist es nicht ganz exakt, aber wenn ich den Winkel im Bogenmaß haben will, dann ist das der Winkel im Gradmaß dividiert durch 360 mal 2π. Nicht? Also ich nehme das Gradmaß, schau mal, ob es funktioniert. 90 Grad dividiert durch 360 Grad ist ein Viertel mal Pi ist Pi Viertel. Also da können Sie hin und her rechnen. Aber ich werde in Zukunft alle Winkel im Bogenmaß annehmen. Das ist die Einheit, in der wir die wir für Winkel verwenden. So, mit diesem Bogenmaß definieren wir jetzt im Einheitskreis gewisse Funktionen, die wir als Funktionen eines Winkels betrachten. Wir haben wieder einen Einheitskreis, der ist ein bisschen größer, der Einheitskreis. Und in diesem Einheitskreis schauen wir uns einen bestimmten Winkel an. Sagen wir den. Der Winkel zwischen der x-Achse und dieser Linie. Jetzt können wir hier in diesem Einheitskreis uns ein paar Strecken überlegen, die vom Winkel abhängen. Zum Beispiel diese hier, nicht? Das ist ich schaue mir den Abstand an vom Schnittpunkt dieser Gerade mit dem Einheitskreis hinunterprojiziert auf die x-Achse. Die Länge dieses Dings hier. Das definiere ich jetzt als den Sinus des Winkels Alpha. Wenn ich jetzt
nicht im Einheitskreis bin, dann muss ich diese Strecke noch durch den Radius, durch die Hypotenuse, wenn Sie so wollen, von diesem rechtwinkligen Dreieck, das ist ein rechter Winkel, dividieren. Dann gibt mir das den Sinus. Sie kennen vielleicht aus der Schule die Definition des Sinus als Gegenkathete durch Hypotenuse. Das wäre die Gegenkathete, das die Hypotenuse, aber die Hypotenuse ist bei uns 1 im Einheitskreis und deswegen vergessen wir das. Wir können auch diese Strecke uns anschauen. Das ist der Cosinus des Winkels Alpha. Wir können den Winkel natürlich auch x nennen, das ist natürlich ganz egal, wie Sie den nennen. Und wir werden den Winkel nicht nur Alpha, Beta nennen, sondern natürlich auch x und y, je nachdem, wie wir es gerade für nützlich betrachten. Eine andere wichtige Strecke, Länge hier in diesem Einheitskreis mit dem Dreieck ist die blaue hier und das ist der Tangens des Winkels Alpha. Ist auch das Verhältnis zwischen Gegenkathete und Ankathete oder auch der Kotangens, das ist diese Strecke da. Das ist der Kotangens des Winkels. Und der Kotangens ist auch gleichzeitig 1 durch den Tangens des Winkels. Das ist sozusagen der Kehrwert. Also diese vier Strecken, die definieren uns jetzt geometrisch die Winkelfunktionen. Sie können sich leicht vorstellen, dass wenn ich den Winkel Alpha ändere, dann ändert sich natürlich auch der Sinus vom Winkel Alpha. Für Alpha gleich 0 ist diese Strecke da auch 0. Und wenn ich Alpha größer werden lasse von 0, dann geht diese Strecke hier darauf und wird immer länger. Hier hat der Sinus ein Maximum und dann gehe ich auf der anderen Seite runter, dann wird er wieder kleiner. Hier unten wird er negativ und kommt dann nach 2π wieder an den Anfang zurück. Ich kann mir jetzt den Sinus aufzeichnen als Funktion des Winkels Alpha. Wenn ich das tue, wenn ich das aufzeichne, dann komme ich darauf, dass der Sinus des Winkels, der kann nie größer werden als 1. Nicht? Weil diese Strecke da, der Sinus wird am größten für Alpha gleich Pi halbe, für Alpha gleich 90 Grad. Weil da zeigt dieser Radius gerade nach oben und dann ist der Sinus gleich 1. Aber für Alpha gleich 0, das ist hier, das zeichne ich mir da Pi halbe ein und Pi und 3 halbe Pi und 2 Pi. Wir können uns jetzt leicht überlegen, was der Sinus, mache ich in gelb, was der Sinus für Werte annimmt. Für 0 ist er 0, für Pi halbe maximal, für Pi ist er wieder 0. Wo ist Pi? Pi ist da, da ist dieser Abschnitt wieder 0. Für 3 halbe Pi, das ist hier unten, wird er minus 1. Und für 2π schließlich wieder 0. So schaut der Sinus aus. Geht rauf, runter. Und jetzt ist es so, wenn ich hier jetzt weiter drehe, ich kann ja weiter drehen als 2π. Ich kann 4π drehen, 6π drehen, 8π. Aber am Sinus ändert das dann nichts mehr. Der Sinus ist eine periodische Funktion. Wenn ich das jetzt den Winkel vergrößere, dann geht es jetzt wieder gleich weiter wie hier am Anfang. Dann geht es wieder hier rauf und runter und so weiter. Und auch in dieser Richtung geht es so. Der Sinus ist, sagt man, ist eine periodische Funktion. Was bedeutet das mathematisch? Das heißt, dass ich zum Argument x, schreibe jetzt x hin, ein beliebiges Vielfaches von 2π dazuzählen kann. Und das ändert den Funktionswert nicht. Das heißt, dass an der Stelle x und an einer Stelle 2π weiter, das wäre hier, der Funktionswert dasselbe ist. Das nennt man eine periodische Funktion mit, und hier in diesem Fall ist das eine periodische Funktion mit der Periode 2π. Ja. Bitte? Der Kreisumfang des Einheitskreises ist 2π.
Wenn wir können das gleiche Spielchen natürlich in einem Kreis mit Radius R machen, dann würden wir den Sinus, nennen wir diese Strecke A und das dann R, dann würden wir den Sinus definieren als A durch R. Und den Cosinus als, nennen wir das, das habe ich jetzt rot gemacht, nennen wir diese Strecke B. Der Cosinus wäre dann B durch R. Und wenn wir schon dabei sind, schreiben wir auch noch den Tangens hin. Der Tangens wäre dann gleich A durch B. Und der Cotangens wäre gleich orange, wäre B durch A. Also ich schaue mir hier eigentlich Verhältnisse an, aber im Einheitskreis kann ich das vergessen, weil da ist der Radius gleich 1 und da muss ich nicht dadurch dividieren. Aber ich kann einen beliebig großen Kreis nehmen und sagen, der Sinus ist das Verhältnis von der Strecke zum Radius. Ja? Der Grenzwert für x gegen was? Ist nicht definiert. Weil wenn Sie x gegen unendlich schicken, was passiert mit Sinus? Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, hört nie auf. Also der Sinus nähert sich nicht einem bestimmten Wert, wenn x gegen unendlich geht, sondern oszilliert immer zwischen minus 1 und plus 1. Und infolgedessen sagt man, existiert auch der Grenzwert nicht für x gegen unendlich vom Sinus. Ja. Aber das ist jetzt eine willkürliche Sache. Das hängt jetzt davon ab, welche Situation Sie da beschreiben wollen. Aber wenn ich das jetzt so definiere als das Verhältnis dieser beiden Strecken, dann eigentlich mathematisch macht man das ja anders. Sie können, wenn Sie wollen, viele Sachen machen willkürlich. Also Sie können sagen, meine Sinusfunktion nach 2π, da ist sie dann 0. Aber das ist eigentlich nicht konsistent mit der geometrischen Definition und auch nicht konsistent mit der Definition des Sinus als Potenzreihe. Der Sinus kann nämlich geschrieben werden, so ähnlich wie die Exponentialfunktion. Ich schreibe es Ihnen jetzt schon hin, weil das ist die Art, wie der Sinus überhaupt definiert wird in der Analysis. In der Analysis geht man nicht her und sagt, ja, da ist der Einheitskreis, dann machen wir Striche und dann messen wir, wie lang die sind. Das macht man nicht. Man sagt, der Sinus von x ist gleich x minus x hoch 3 durch 3 Faktorielle plus x hoch 5 durch 5 Faktorielle minus x hoch 7 Faktorielle. Sie können sich schon vorstellen, wie das so weitergeht. Ich habe immer nur ungeradzahlige Exponenten, die noch dazu das Vorzeichen alternieren. Sie müssen sich das jetzt nicht aufschreiben, ich schreibe das nur als Illustration hin. Der Cosinus übrigens ist auch lustig. Naja, ich weiß nicht, ob Sie diese Sachen lustig finden, aber mir gefällt es. Das ist 1 minus x Quadrat durch 2 Faktorielle plus x hoch 4 durch 4 Faktorielle minus x hoch 6 durch 6 Faktorielle. Sie sehen, da kommen genau die anderen Potenzen dran, aber auch mit alternierendem Vorzeichen. Und wenn Sie diese Reihe unendlich lang weiterführen und diese, dann kommt dabei genau die Sinusfunktion heraus oder die Cosinusfunktion. Probieren Sie das aus auf Ihrem Taschenrechner. Tatsächlich macht Ihr Taschenrechner auch nichts anderes, als eine solche Potenzreihe aufzusummieren. Wir wissen ja, wie wir multiplizieren, wir wissen, wie wir dividieren und das ist und subtrahieren und addieren. Und das ist genug, um den Sinus auszurechnen für einen Winkel. Ihr Taschenrechner rechnet diese Potenzreihe ab bis zu dem Term, der notwendig ist, um die Genauigkeit zu erreichen, die Sie brauchen. Der Taschenrechner hat ja nur endlich viele Stellen. Also der rechnet das mit so einer Potenzreihe ab. Und das Interessante ist, dass wenn Sie so eine Reihe hinschreiben, also für mich schaut das nicht periodisch aus. Oder? Ich meine, ich sehe das hier nicht. Aber Sie können beweisen, dass die Funktion, die Sie so definieren, über diese Potenzreihe,
diese Eigenschaft hat, periodisch zwischen minus 1 und plus 1 zu oszillieren, wenn Sie das x da drüben verändern. Damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen, ich sage es Ihnen nur dazu. Und wenn Sie das definieren als die Definition, definieren als den Sinus und den Cosinus, dann existiert einfach der Grenzwert für x gegen unendlich nicht. Sie können also natürlich willkürlich irgendwas verlangen, aber mit der ursprünglichen Definition des Sinus ist das nicht konsistent. Der Cosinus, der schaut auch so ähnlich aus, aber der Cosinus, diese Strecke, hat für den Winkel 0 den Wert 1. Also geht von da los, geht dann runter, weil der Cosinus, wenn der Winkel gleich b ist, also hier rauf zeigt, dann verschwindet die Projektion hier auf die x-Achse. Dann wird diese Strecke immer kürzer. Dann wird sie negativ, dann wird sie am stärksten negativ, dann geht sie wieder rauf, zack und so weiter. Und auch der Cosinus ist eine Funktion, Entschuldigung, die periodisch ist. Auch für den Cosinus können Sie sowas hinschreiben. X plus 2pi n ist gleich Cosinus x. Der Cosinus hat auch die Eigenschaft, dass er eine gerade Funktion ist. Das heißt, der Cosinus von x ist, oder der Cosinus vom, schreiben wir so, minus x ist gleich minus dem Cosinus, Entschuldigung, plus dem Cosinus von x. Wir sehen, das ist gerade, ist einfach gespiegelt bezüglich der y-Achse. Aber der Sinus ist eine Funktion, die ist ungerade. Wenn Sie vom Sinus das Argument umkehren, also ein negatives Vorzeichen davor malen, dann kehrt das Vorzeichen um vom Sinus von x. Also Sie können das Vorzeichen hier nach vorziehen, beim Cosinus können Sie das Vorzeichen überhaupt vergessen. Ja, weil der Cosinus ist eine gerade Funktion. So, jetzt bin ich mit dem Platz fertig, aber mit der Zeit noch nicht. Eine Raumzeitdiskrepanz. Aber ich wollte Ihnen noch vielleicht als Abschluss sagen, wie der Tangens und wie der Kotangens, wie die ausschauen. Und das sind auch periodische Funktionen, aber interessanterweise haben die eine kürzere Periode. Die sind periodisch mit der Periode Pi. Jetzt ist es blöd, dass die Zeichnung auf der Tafel, auf der hinteren Tafel ist, aber Sie haben das ja, bitte. Ja, hätten Sie ein bisschen früher fragen können. Der Cosinus von plus x, also das ergibt sich aus der Geometrie. Schauen Sie. Also hier haben wir unseren Einheitskreis. Was ist der Winkel, was ist denn eigentlich der Winkel minus Alpha? Hier in dieser Zeichnung. Das ist der Winkel. Gut, dann machen wir das ein bisschen ausführlicher. Der Winkel hier, gleich weit nach unten, also gleiches Bogenmaß nach unten, in die andere Richtung, das ist der Winkel minus Alpha. Jetzt schauen wir uns an, das ist blöd gezeigt, muss ich ein bisschen schwindeln. Das ist eine Gerade. Aber Sie sehen, dass dieser, auch der Winkel minus Alpha, der hat den gleichen Cosinus. Aber der Sinus, nämlich dieses Stück hier, das geht nach unten. Und deswegen ist das Minus, ist der Sinus von minus Alpha, hat einen negativen Wert, aber genau den gleichen Betrag wie das Stück. Das Stück und das Stück ist gleich lang, aber hier geht es nach oben und hier geht es nach unten. Ja? Der Cosinus aber ist dasselbe. Sie sehen hier aus dieser geometrischen Überlegung folgt, dass der Cosinus von minus x gleich dem Cosinus von x ist, oder Alpha ist ja wurscht, wie sie es heißen, aber der Sinus von minus x ist minus dem Sinus von Alpha.
Geometrisch ist das der Grund. Wenn Sie sich die Reihe anschauen, wenn Sie jetzt überwechseln zu dieser Definition des Sinus, die ich Ihnen jetzt einfach gesagt habe, dann sehen Sie es hier auch. Weil hier haben Sie nur ungerade Potenzen von x. Und wenn ich x in minus x über 4, dann ändert sich das Vorzeichen von dieser Potenz, von dieser Potenz, von dieser Potenz, von dieser Potenz, von allen ungeraden Potenzen. Und somit ändert sich das Vorzeichen der Sinusfunktion. Somit gilt diese Beziehung. Beim Cosinus hingegen gibt es nur geradzahlige Potenzen. Und jede geradzahlige Potenz einer negativen Zahl ist eine positive Zahl. Das ist also egal, ob sie hier das Vorzeichen von x ändert. Das ändert an der Funktion nichts. Weil x Quadrat minus 1 zum Quadrat ist 1. Minus 1 hoch 4 ist auch 1. Also ich ändere hier an den einzelnen Termen nichts und somit auch nichts aus der Funktion. Also hier sehen Sie schon, dass der Cosinus und der Sinus, dass der Sinus ungerade ist und der Cosinus ist gerade. Aber für uns ist jetzt diese Definition hier die wichtige, weil wir hier anschaulich vorgehen wollen und geometrisch nachdenken wollen. So, jetzt bin ich Ihnen noch den Tangens und den Cotangens schuldig, aber ich glaube, das machen wir dann morgen. Dankeschön.